So, damit dann wieder hallo und herzlich willkommen hier aus dem Untergrund, während Hannes da oben fleißig am Basteln ist. Ja, und hat noch ganz schnell geschafft hat, seine Folgentitelnummerierung umzusetzen, damit die Aufnahme weiterlaufen kann. Ja, vielleicht sollte ich es einfach bleiben lassen, in der Aufnahme die Folgen schon durchzunummerieren. Naja, das würde ich jetzt nicht sagen. Ja. Nachdem ich es das letzte Mal nicht geschafft habe, innerhalb der 10 Minuten Toleranz es fertig zu kriegen, baue ich jetzt halt mal fertig. Was ist jetzt eigentlich denn der Einsatz gewesen? Was machst du jetzt eigentlich, weil du das nicht geschafft hast? Ja, was mir gefehlt hat, war, hatte ich ja beim letzten Mal noch gesagt, hier an diesen 4 Energiezellen die entsprechenden, also Energiespeichereinheiten, die entsprechenden Energiezellen fehlen. Die 2 Triebwerke nach vorne, die muss ich ein bisschen weiter nach rechts und links versetzen. Und dann fehlen noch die Gyroskope, die werden hier auch noch schön sauber in der Ebene eingebaut. Und dann ist so die Grundstruktur der Plattform eigentlich fertig. Ja, ich meinte jetzt hier deinen Wetteinsatz. Ach so, mein Wetteinsatz. Ja, weil du deine Wette verloren hast. Hatten wir gewettet? Ja, du hast die Herausforderung nicht geschafft. Alles klar, dann nehme ich es auf mich, die nächsten Flüge zu fliegen, während du dich bequem auf dem Beifahrersitz rumlümmeln kannst. Darf ich rückwärts fliegen? Hast du mit dem Rücken in Fahrtrichtung sitzen? Warum? Das wusste ich gar nicht. In Japan sind die Züge alle, also die Sitze in den Zügen, alle in Fahrtrichtung ausgerichtet. Da war was, ja, genau. So, nicht so wie bei uns hier, so platzorientiert. Gut, okay, das ist auch halt eng. Das ist noch weniger Freiheit als bei uns bei Freiheit. Aber fand ich interessant, dass es halt schon wieder so Unterschiede gibt, ne? So kulturell, was wie wo gehandhabt wird. Und da habe ich auch gelesen, dass wenn, die haben ja ganz wenig Verzögerung. Also eigentlich 99% kommen ja pünktlich an. Und wenn die mal Verzögerung haben, die durchschnittliche Verzögerungsdauer dort bei den Zügen liegt ja bei unter einer Minute. Ja, die werden auch ganz schön gedrillt da drauf. Ja, habe ich nämlich, ging es darum, um die Reinigungskräfte, wie viel Zeit die haben, die ganzen Sitze zu machen. Das ist krass, also das schafft kein normaler Mensch, also es können nur die. Aber interessanter war dann eigentlich auch, wo es um die Lokführer ging, um die Ausbildung. Und dass dann zum Beispiel vor kurzem, als sich ein Zug um 40 Sekunden verspätete, der Lokführer eine Lohnkürzung bekommen hat und er musste Entschuldigungsbriefe an die Passagiere schreiben. Ja. Stell dir das mal vor bei der Bundesbahn. Das wäre so krass. Die könnten gar keine Züge erfahren, weil sie nur die ganze Zeit Briefe schreiben müssten. Es wäre ein Serienbrief. Aber fand ich heftig, ne? Also ich finde ich aber auch, gut, okay, das mit den Briefen und Lohnkürzungen finde ich jetzt vielleicht ein bisschen überzogen. Aber finde ich halt krass, was man für einen Anspruch an sich hat und wie man das halt so sieht, so dass es halt wichtig ist und wie essentiell die Pünktlichkeit ist, ne? Wo man doch eigentlich sagt, dass es auch immer so eine deutsche Tugend ist. Ja, dieses pünktlich sein und alles muss hier immer ganz genau getaktet sein. Und, naja, das sind wir ja gar nicht. Also. Nein. Weiß auch nicht, ob wir hier mit hinkommen. Ja, ich bin heftig dabei. Ja, ich habe jetzt gerade die Leitung alle schon auch gelegt. Also wenn das gleich alles klappt, dann ist die Plattform mit dem großen Frachtcontainer verbunden. Ah, super. Es braucht nur unheimlich viele Komponenten dafür. Ja. Ah, stimmt. Ich hätte schauen können, müssen, sollen, dürfen, ob hier ein großer Container drauf passt. Also von der Menge her, des Platzes. Das ist natürlich dann wieder die Sache, wenn der voll ist, ne, gewichtstechnisch, wie sieht es dann mit den Triebwerken aus? Das ist eine gute Frage, ja. Kann ich dir noch nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, ich habe von vornherein Tier 2 Triebwerke verbaut. Das müsste eigentlich ganz gut hinhauen, oder? Sollte. Hoffentlich.
So. Tap, tap, tap. Großer Wasserstofftank. Naja, da kann ja wohl nichts passieren, wenn ich den jetzt einfach wegsäble. So. Jetzt guck ich mal, was unsere Energiezellen machen. Na, was sagen die? Den Energiezellen fehlen Eisenbarren? Hä? Nickel? Das kann nicht sein. Naja, gut. Durch dieses Skript oder was du da hast, was du da nutzt, für diese automatische Produktion, gehen ja konstant Ressourcen weg, ne? Ja, stimmt. Aber Eisen? Ah, doch, sieht schon ein bisschen mau aus. Na, so viel hatten wir da ja halt auch nicht, ne? Das waren 5K, die wir hatten. Ja gut, aber das ist schnell weg. Überleg mal, wie viele Stahlplatten da jetzt unten schon mittlerweile verbaut wurden Ja, auch. du hast recht. Dann deine Deine Plattform und Plattform und alles. alles. Du hast vollkommen recht. Das ist schlecht. Ja, man verschätzt sich da, finde ich, immer ganz schön. Also gerade bei den Stahlplatten, ne, da denkt man immer so, oh, da Ja. habe ich ja massenhaft von und dann ratzfatz. Tja, Eisenbarren brauchen wir. Den Rest hat er jetzt. Ich glaube, Eisen hatten wir hier schon irgendwo gefunden in der Nähe. Okay, noch ein paar Energiezellen hier. Munition. Ah, doch, eben. Eben Eben kommen die kommen die ersten ersten Energiezellen. Energiezellen. Ach, sehr schön. So, dann. Weltraumtauglich Weltraumtauglich brauchen brauchen wir wir es es ja ja nicht. nicht. Doch, Doch, natürlich, natürlich, wir wir brauchen brauchen es es weltraumtauglich, weltraumtauglich, weil weil wir wir sind sind ja ja auf auf dem dem Mars Mars unterwegs. unterwegs. Dann brauche Brauche ich ich ein ein paar paar Tanks. Tanks. Nicht Nicht viel, viel, aber aber ausreichend ausreichend für für Sauerstoff. Sauerstoff. Ja. Das sieht nicht gut aus. Nee. Ah, doch, da ist doch ein Sauerstofftank. Einer links, einer rechts. So. An Ressourcen, aber es ist Wahnsinn. Was brauchen wir hier? Okay. Wie jetzt? Keine Motoren, keine interne Panzerung. Was ist hier los? Ja, ich zieh dir jetzt alles weg hier. Achso, ja, natürlich. Ja, logisch. Brauchst du so viel interne Panzerung? Interne Panzerung? Eigentlich ist es durch. Ich brauche jetzt im Moment doch hier für die Förderleitung brauche ich wieder interne Panzerung. Aber so viel sind das doch gar nicht. Ja, nee, wir haben auch kein Eisen mehr. Das war's jetzt gerade. Da ist nichts Da ist mehr. nichts mehr. Ja, neues Zeug ranholen, ne? Gyroskope kommen hier dran.
Zwei Gyroskope müssten eigentlich reichen. Obwohl. Ah, eigentlich schon, ne? Bei dem kleinen Gewicht und der kleinen Masse insgesamt. Theoretisch kannst du da ja wirklich einen dicken, fetten Container draufstellen. So. Ist das erste Gyroskop schon fertig? Nein, es fehlt. Aber ich denke trotzdem, drei Stück müssten eigentlich genügen. Ja. Im Moment fehlen hier nur noch Motoren. Ja, wir müssen echt jetzt gucken, dass wir irgendwo Eisen herkriegen. Und kleine Stahlrohre. Hier hinten gibt es garantiert. Oh ne, hier gibt es nicht mehr viel. Ich sehe es deutlich. Ich war schon fleißig am Plündern. Oh, ich habe noch zwei. Ich habe noch Motoren entdeckt. Es sind nämlich noch Förderleitungen da. Na, hab, spring. Ah, sehr schön. So, was ist die Aufnahmedauer? Noch 12 Minuten gerade mal. Ist ja nix. Ich bin gleich fertig. Mit dem Schiff? Ja. Ich muss erst schweißen und dann kann ich Deckel draufsetzen. Es ist zwar noch nicht perfekt, aber es wäre flugfähig. Ah, jetzt fehlt mir ein Motor, ich glaub's nicht. Aber ich weiß ja, wo es Motoren gibt. Ja, genau da. Kannst du knicken. Ja. Kannst du echt knicken, ey. Ich glaube, ich habe meinen einen Motor, den ich brauche. Ja. Motorendieb hier. So läuft das also, ja. Ja, kurz und prägnant. Du könntest ja auch Eisen sonst holen. Guck mal, ich flieg schon. Eisen holen? Nee. Erstmal nur ein Stück vor und zurück, zu schauen, ob es geht. Obwohl, ich habe Energie für 5 Tage. Ja, aber ich brauche trotzdem erstmal noch ein paar Motoren, dass zumindest mal ein Gyroskop funktioniert. Das wäre nicht verkehrt, ne? Ach, schon wieder die Energie fast alle hier. Wahnsinn. Du darfst echt nichts machen. Ich glaube, ich muss mir angewöhnen jetzt hier, wo das jetzt aktuell so ist, dass ich immer ein Power-Kit dabei habe, ne? Ja, für Notfall, genau. Aber das ist echt Wahnsinn, wie schnell das hier gerade weggeht.
Wenigstens ein Gyroskop brauche ich, funktionsfähig. 1. Und dann fehlt noch der große Frachtcontainer. Theoretisch ja. Der Ohrdetektor fehlt vor allen Dingen. Ich mach mal mein Inventar leer. Würde ich freuen. Nicht so richtig. Ich glaube, das sind nicht die Sachen dabei, die wir noch brauchen. Wobei ein Großteil schon fertig ist. Fehlen halt nur so ein paar Kleinigkeiten. Motoren fehlen halt, ne? Ja. Aber ohne Eisen. Sieht's echt schlecht aus. Ich guck gerade mal. Hatte ich mir ein Eisen markiert? Ach, hier vorne direkt. Hier vorne direkt, okay. In 2 Kilometern Entfernung. Das ist da, wo wir das eine Wrack hatten, letztes Mal. Was wir nicht bewegt bekommen hatten. Auch da brauche ich noch einen Motor. Ja. Wenn du mitfliegst, dann. Ich habe zwar noch keinen Frachtcontainer drauf, aber ich habe einen Verbinder drauf. Mhm, sehr schön. So, sag mir, wo bist du? Ah, da hinten. Ich verfolge dich. Oh ja, klar. Dum, dum, dum. Ja, 17 Minuten bis zum ersten Flug. So. Bist du an der Quelle? Ja, ich fliege gerade zurück. Ich bringe gerade erstmal schon mal Eisen. Ich habe jetzt alles im Inventar voll. Bringe ich jetzt gerade mal kurz hin, dass er schon mal anfangen kann. Mhm. Soll er mal gerade die ganzen Sachen machen, die ich brauche für die Förderleitung. Naja, ich habe keine Eisenmarkierung. Aber ich habe ein Loch gefunden. Okay. Ja, bei dem Loch da ist auf jeden Fall Eisen. Das hatte ich gerade eben gebohrt. Ja, eben habe ich auch die Markierung, den Ping. Ja, Mensch, denn kann man ja jetzt endlich richtig loslegen. Peter Frachtcontainer, ne? Ja, wir haben für 4000 Einheiten Platz im Verbinder. Und dann nochmal im Cockpit selber auch nochmal für 13.000. Also, wir kriegen schon was unter. Die Frage ist, ob wir es dann noch hochkriegen. Ja, ob das dann noch passt. Ausprobieren. Wenn ich fliege, halt erstmal die kleine Portion vor.
mal. So, ich komme mal zurück. So, jetzt will ich doch wohl die Leitung hier endlich fertig kriegen. Tup, 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 tup. Ja, sieht schon gut aus. Oh, wenn ich das jetzt so richtig sehe. Ja. Dann hat er die Förderleitung alle fertig gemacht schon. Juhu. Ja. Sehr schön. Das heißt, die Plattform ist mit dem großen Frachtcontainer verbunden. Das ist ja Schnieke. Dann kann man ja alles hier nach und nach hier runter schaffen. Ja. Aber der Verbinder ist noch nicht mit dem Rest verbunden, oder? Was meinst du? Welchen Verbinder? Der Verbinder auf dem Fahrstuhl. Doch, doch, die Plattform ist komplett jetzt damit verbunden. Du müsstest, wenn du auf der Plattform hier drauf gehst, müsstest du direkt Kontakt haben zum großen Container unten in der Basis. Ich habe das gerade eben alles miteinander verklöppelt. Werde ich mal gucken, dass die Raffinerie jetzt nach unten bringe. Wobei, nee, das passt nicht, das ist noch zu früh. Da muss ich erst noch den anderen Raum machen. Ich will jetzt nicht so so Holter die Polter machen, wenn dann machen wir es schon richtig. Ja. So, angedockt. Oh, ich habe keinen Zugriff auf deine Sachen. Ja, Entschuldigung. Bedienfeld, dann. Wieso hast du eigentlich noch nicht Zugriff auf meine Sachen? Ich weiß es nicht. Wir sind doch in derselben Fraktion. Ja, eigentlich schon, ne? Ach, der Verbinder ist nicht geteilt, wie immer. Ich werde jetzt nicht verstehen, warum das nicht von vornherein so ist. Das ist ein bisschen eigenartig, ne? Nee. Nee, irgendwie ist kein. Moment, verriegeln. Jetzt. Ich würde gerade sagen, ne? Die einfachere Raffinerie hatte ich ausgeschaltet, weil die einfach nur das Eis wegsaugt. Aus irgendeinem Grund. Okay, komisch, ist der schon voll? Ich kann von dir aus nichts verschieben in den großen Frachtcontainer. Das bei dir? So, ich gehe mir die ganzen Leitungen durch. Nö, nee, kann ich nicht. Ist alles grün? Ja, aber es ist komisch, weil es ist alles grün. Die ganzen Leitungen dahin sind grün. Ich hol's per Hand raus. So viel ist es ja jetzt auch nicht. Okay, welche Montageanlage ist denn jetzt hiermit verbunden? Achso. Ah doch, jetzt ja, okay, komisch. Ja, ach, das dann geht. War's vielleicht der Verbinder einfach übervoll. Nee. Ich bin jetzt hier unten gerade am Container und hier geht's. Großer industrieller Frachtcontainer 2, aber ich nenne den jetzt mal anders, dass man den leichter findet. Nennen wir den einfach mal Container Bunkerbasis. Dann geht das ganz einfach.
So, jetzt probieren wir das mal von hier oben aus. Ja, es ist ja wunderbar. Kann ich das alles von hier oben verschieben? Ja, ne? Jetzt brauche ich hier nur noch eine Einheit, die Wasserstoff produziert und Sauerstoff, und dann sind wir fast unabhängig. Wobei die Tanks sich ja eigentlich schon längst füllen müssten. Ich muss doch diese Montageanlage ausschalten. Das ist gerade echt ein bisschen ätzend, weil die alles wieder vollballert die ganze Zeit. Da wollen wir die Sachen runterbringen. Das ist halt so, so schön, dass dann auch ist, dass er dann irgendwelche Komponenten produziert, aber die, die man braucht, dafür fehlen dann die Ressourcen teilweise. Das gibt eine Möglichkeit, alles zu pausieren. Relativ weit unten in der Liste. In welcher Liste? In der Liste der automatisch zu produzierenden Sachen. Okay, wo ist denn die Liste? Du gehst im Bedienfeld auf Montageanlage. Okay. Und dann scrollst du ganz runter. Ist das nicht die Standard? Und da gibt es unten so eine Einstellung, Pause Production. Also ich habe hier Replace Name, Prefix Name, Suffix Name, Reset Name, aber ich habe hier nichts. Genau, jetzt gehst du einfach ein Stück hoch und da gibt es oben drüber Pause Production. Mein Englisch ist heute wieder total. Achso, warte mal, ich bin gar nicht bei Montageanlage. Warte. Achso, aber das ist dann. Aber das ist nicht die Standardproduktionsanlage, oder? Doch, das ist unsere Standard. Weil ich sag mal, also wenn ich jetzt bei mir gucke, die Vanilla-Montageanlage hat nicht diese Knöpfe. Okay. Mit hier Produktion, Pausieren und Quota-Liste und sowas, das muss ja durch ein Skript sein. Weil normalerweise kommt nach kooperativer Modus ja eigentlich nichts mehr. Genau. Ich bin bei der Montageanlage. Genau. Genau. Und dann habe ich also du musst operativer Modus, da kommt eine Quota-Liste. Also, aber du hast ein Skript drin, ne? Nee, der ist als Mod geladen. Genau, deshalb hat er dieses, weil ich wollte sagen, weil das ist ja nicht standardmäßig in der Montageanlage, ja, genau. Dieser ganze Menübereich. Ah, okay. Genau, und da unten gibt es dann unter dem Set und über dem Reset All, dass man diese vorgegebenen Sachen einfach anhalten kann. Ja gut, ich lasse das jetzt, da spiele ich nicht dran rum an diesen ganzen Kram. Ja, das habe ich jetzt auf Pause gestellt. Also dass er ich habe es hier einfach ausgeschaltet in der Montageanlage. Ah, okay. Weil das ja jetzt alles dann runter so in den Frachtcontainer. Wenn er jetzt die ganze Zeit nachschiebt, dann wären wir ja nie fertig, das runterzuschleppen. So, ich habe die gelöscht. Die Warteschlange. Ja gut, jetzt musst du die dann jedes Mal neu eingeben, oder? Nee, dadurch, dass man es Pause machen kann. Nee, ich meine jetzt bei der nächsten, weil die Montageanlage wird ja abgerissen. Genau, bei der nächsten müssen wir es wieder neu eingeben. Okay. Also man kann es auch für bestimmte Montageanlagen spezifisch einrichten. Oh, okay. Oh, jetzt bin ich gestorben. Jetzt habe ich zu wenig Energie gehabt, oder? Habe ich es gar nicht drauf geachtet? Ich war jetzt gerade so beschäftigt, hier die ganzen Sachen hin und her zu schleppen. Ja, ich habe mich gerade eben noch aufgeladen. Oh nein, dann ist das Build-and-Repair-System wieder so und kloppen meine ganzen Sachen. Also das wäre schön, wenn man das ausstellen könnte, dass das Build-and-Repair-System diese Sachen aufnimmt. Das habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Kann man. Ja, dann wieder so kleinschrittig. Dass der bestimmte Sachen nicht aufnimmt. Naja, da musst du wieder super... Ah, nee, das kann man dann immer so lassen, was soll's. Ja, mein Körper ist schon weg. Dieses Build-and-Repair-System. Ey. Okay, der große Frachtcontainer ist gleich leer.
Ah, sehr schön. Und der unten ist jetzt schon ganz gut gefüllt. So, dann guck ich mal, was hier an. Langsam. Ich wollte das Ding jetzt erstmal leer speichern. Ist er verbunden? Ja, natürlich. Oh. Oh, jetzt ist er flott. Mit den vier Gyros dran. Hat was. Das glaube ich, ne? Jetzt, wenn er leer ist. Achso, weil du eine Gyro noch zusätzlich dran gemacht hast, ne? Ja, ich habe vier Stück dran und das rockt. Das ist ja auch ganz schön dann. Ja. So, dann kann ich jetzt aber auch den Rest dran bauen. Ich wollte ja noch Fahrwerke dran haben. So viele große Stahlrohre. Aber das ist immer so schade, weil da kann man so wenig von immer ins Inventar packen. Und anscheinend ist der, war der relativ, also die Priorisierung relativ krass auf große Stahlrohre, ne? Also da haben wir wirklich, oder wir hatten so viel gefunden, weiß ich gar nicht. Wir haben auch relativ viel gefunden, glaube ich. Alles nach und nach leer machen. Na, also heute Was denn? ist es echt eine Diva, das System. Achso, ich dachte gerade, du hast schon wieder jetzt einen kleinen Unfall gebaut. Nein. Ach, sehr schön. Der Unfall besteht höchstens darin, dass ich das Landing Gear nicht reingebaut bekomme. Oh, okay. Braucht er echt was oben drüber? Na, das ist ja öde. Das ist der Nachteil der ultraflachen Bauweise. Ich kann das Landegestell nicht dran bauen. Okay, wir haben, wenn du es irgendwie halbwegs integrierst, dass halt nur so ein Stück rausguckt. Ja, ich brauche einen Stein oben drüber. Ich kann es nur unten dran setzen. Und dort, wo ich es dran setzen könnte, will ich es eigentlich nicht dran setzen. Werde es jetzt halt machen. Ah, wieder diese Kompromisse, die man eingehen muss dann. Ja, es ist kein Weltuntergang. Es Es gibt gibt schlimmere schlimmere Kompromisse. Kompromisse. Welche zum Beispiel? Jetzt bin ich neugierig. Sie gar nicht setzen zu können. Ich glaube, ich habe mal bei meinen ganzen letzten keine mehr dran gepackt, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich glaube, da habe ich nirgendwo mehr so ein Fahrwerk im Moment dran. Naja, wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn man es wieder macht. Weil es doch mal was ist, ne? Ja. Oh, Oh, neues das nächste Wrack. Wrack. Ja, aber das machen wir nicht mehr heute. Ja. Ich flieg mal zurück. Damit es hier näher bei der Basis ist und dann auch schön geschweißt wird.
Ach so, das könnte sein, dass das nicht mehr passiert. Warum hast du schon aufgehört? Nee, ich habe angefangen, die Basis zu zerlegen, dass wir sie nach unten schaffen können und habe wahrscheinlich schon einen Großteil der Sachen darunter gepackt. Als Ressourcen oder in Ressourcenform. Okay, ich sehe, was ich eigentlich nicht sehen will. Oh, naja. Ja, irgendwie müssen wir ja anfangen, die Basis nach unten zu schaffen. Ja, dann bewundern wir einfach, wie der Häuptling unsere Du kostbaren kannst ja mithelfen. Ressourcen frei verteilt. Klar, machen wir Ne? doch gerne. Viele Hände, schnelles Ende. Ja. Hier unten liegt nichts. Okay, mal Tür zu. Okay. So, die anderen Ressourcen sind schon weg. Nein, hier liegen noch. Aber dann ist jetzt alles praktisch. Ich habe jetzt hier die große Raffinerie, die lasse ich noch da. Ja, Das, was kann wir man hinten runterpumpen neu können. aufbauen. Was Genau. soll's? Also die Wofür-Batterie lassen wir auch nochmal da. Ja gut, müssen wir ja eh unten neu aufbauen, ne? Also Ja. hier oben, das zu lassen wir ja. Genau, jetzt muss ich mal gucken. Na, ich glaube, ich Also habe schon eine Idee. was ich hier oben noch aufgebaut lassen würde, das wäre die Farmanlage. Ja klar, bis wir Den, dann halt unten soweit fertig sind, dass wir es einrichten können von den Räumen her. genau. Und den kleinen Drill hier fürs Eis. Genau, ja. Ja, ich muss mal gucken, ich habe schon überlegt, ich werde unter den Wasserstoff Tank werde ich passend zu dem Verbinder dann auf derselben Höhe werde ich einen Kolben setzen mit Verbinder, der dann halt an den andockt, an die Plattform, damit man dann, wenn wir unten im Bunker dann die Wasserstofftanks haben, damit man den Tank umfüllen kann. Weil wäre schade, wenn das jetzt Genau. verloren geht. Das wäre Das wäre echt echt schade. schade, ja. Ach so, weil dieses Dieses Fördersystem Fördersystem hier hier oben oben gar gar keine keine Verbindung Verbindung mit mit dem dem Fördersystem Fördersystem unten unten hat. hat. Genau. Ah, okay. Ja, dann werde ich mich mal hier in meine Koje setzen, was futtern und dann könnten wir Ja. für heute, glaube ich, in Ja, ich die. muss zumindest mal das Schiff noch landen. Ja, das wäre nicht verkehrt, vorsichtshalber. Ja. Ich lasse jetzt den Rover hier draußen stehen, weil der kriegt ja dann immer wieder Sonne. Und dann Ja. passt das ja entsprechend. Sollte ja eigentlich nichts passieren, rein theoretisch. Nee, eigentlich sollte ja nichts passieren. Na, dann noch schnell die Triebwerke alle aus. Einfach per Hand. Tja, und Und dann dann. husche ich auch rüber in die Kryokammer. Tja, würde ich sagen, war es das dann für heute, ne? Ja, dann bis demnächst. Ciao, ciao.